Herrschaften, das ist eine Kirche. Hier küsst man sich doch nicht. Gwen hat eine ganz besondere Gabe. Sie kann nämlich Geister sehen. Wer bist du? Verschwinde! Das kann sehr hilfreich sein, aber manchmal kann das auch extrem nerven. Du siehst mich? Hui! Jemand sieht Ximerius! Ximerius ist ein Wasserspeier-Dämon. Der freut sich so wahnsinnig, dass er jetzt endlich jemanden gefunden hat, der ihn sehen kann und mit dem er sprechen kann. Und dann klebt der Gwen einfach am Bein. Da bin ich wieder. Sag, dass du dich freust. Und sagt er, du bist der Erste, der mich wirklich sehen kann. Ich möchte dein Freund sein. Ich möchte an deiner Seite sein. Ich bin ein guter Geist. Ich bin ein mächtiger Wasserspeier-Dämon, beschworen im 11. Jahrhundert. Also bitte, bitte, lass uns Freunde werden. Und das ist auch ein wichtiger und guter Begleiter für Gwen im Endeffekt. Der hilft ihr auch sehr und sie schließt ihn auch sehr ins Herz. Zusammen werden wir den ganzen mystischen Kram lösen. Ich bin deine Geheimwaffe. Diesmal gibt's Ximerius, aber natürlich gibt's auch wieder James, den wir schon aus Rubinrot kennen. Gut, dass es meine Wenigkeit gibt. James, hallo? Bist du hier irgendwo? Und den James, den Schulgeist, hat sie langsam richtig ins Herz geschlossen und hat ein gutes Verhältnis zu ihm, obwohl er ein schwieriges Persönchen ist. Wie geht's? Wie soll es einem schon gehen, wenn man sich in einem jahrhundertedauernden Fiebertraum befindet? Der gibt ja immer wieder gute Tipps, wie man sich im 18. Jahrhundert benimmt, zur Umgangsform. Also immer für einen guten Rat da. Was macht man auf so einer Soiree? Ich würde sagen, betrinkt euch wie alle anderen und lasst euch in irgendein Separé führen. Wie gut, dass James und Ximerius an Gwens Seite sind. Mehr könnt ihr davon bald im Kino sehen, in Saphirblau. Was war das für eine heitere Zeit? Und bitte. Die neue Weltordnung. Hallo zusammen. Nach dem Film Rubinrot sind wir jetzt hier am Set für Saphirblau und das macht wahnsinnig viel Spaß und das könnt ihr jetzt mal sehen. Ich habe ja gehört, du bist ja auch viel Laune einfach da, dass da so eine gute Laune am Set herrscht, ja. Und das ist ja auch wichtig. Harmonie und positive Energie. Das war schon so ein bisschen so ein Klassenfahrtcharakter. So, komm, wir fahren wieder los, wir machen wieder einen Film. Also es macht großen Spaß. Jetzt wieder zurückzukommen ans Set von Saphirblau, unserer Fortsetzung von Rubinrot, ist wirklich wie nach Hause kommen. Zum Glück sind die Kollegen alle die gleichen geblieben. Man kommt einfach ans Set, kennt das irgendwie alles schon und hat Lust weiterzumachen. Ich kann fechten, kämpfen, all die Sachen habe ich gelernt. Bin so glücklich, dass das meine Arbeit ist. Bereit? Bereit, wenn ihr seid. Wir haben einfach nochmal mächtig einen draufgesetzt. Mehr tanzen, mehr Pferden, mehr fechten, mehr Effekte. Wir sind einfach alle der Meinung gewesen, dass es jetzt Zeit für ein bisschen mehr Punk ist. Also ich freue mich riesig auf Saphirblau. Ich hoffe, ihr auch. Und viel Spaß im Kino. Zieltag ist der 12. September 1953. Bereit, Miss Gwendolyn. Gwendolyn, du bist... Du bist besonders. Es gibt Hinweise in uralten Schriften. Wir reisen seit Jahren durch die Zeit, um alles zusammenzufügen. Der innere Kreis der Loge tritt heute zusammen. Das passiert äußerst selten und nur aus besonderem Anlass. Weißt du, was geschieht, wenn der Blutkreis im Chronographen geschlossen wird? Die Prophezeiungen sprechen vom Aufstieg des Adlers. Vertraust du mir? Bereit, wenn du es bist. Der Graf wird probieren, dich klein zu kriegen. Du musst zeigen, was in dir steckt. Die Ordnung wird wiederhergestellt. Und ich habe kein gutes Gefühl. Ich bin ganz allein. Bist du nicht? Guten Abend. Es muss wohl sehr warm gewesen sein.